Extremwertbestimmung von mehrdimensionalen Funktionen. Wir starten mit einem kleinen Rückblick in die eindimensionale Funktionswelt und schauen uns ein Beispiel an. Es geht um eine Funktion h, die die reellen Zahlen auf die reellen Zahlen abbildet, also nur von einer Variablen abhängt, mit dem Funktionsterm h von x gleich 2x² plus 5x minus 3. Also eine simple Parabel. Ich möchte nochmal wiederholen, wie wir vorgegangen sind, um eine Kurvendiskussion dieser Funktion durchzuführen. Das heißt, rauszukriegen, wie sieht denn das Verhalten der Funktion aus, wo hat sie insbesondere potenzielle Extremwerte. Wie sind wir dabei vorgegangen? Wir haben zunächst die erste Ableitung ausgerechnet. Das mache ich jetzt auch. Ich leite die Funktion ab. Das ist dann 4x plus 5. Die Konstante hinten fällt weg. Dann haben wir die erste Ableitung 0 gesetzt. Das ist hier sehr einfach. Das ist genau dann der Fall, wenn x minus 5 Viertel ist, also minus 1,25. Jetzt haben wir hier für diesen x-Wert minus 5 Viertel, also minus 1,25, potenziell einen Extremwert. Um jetzt rauszukriegen, ob das tatsächlich ein Extremwert ist, gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann sich das Monotonieverhalten anschauen. Wir machen das jetzt über das Krümmungsverhalten. Das heißt, wir schauen uns die zweite Ableitung an und stellen fest, die zweite Ableitung ist 4, die hängt gar nicht mehr von x ab. Sie ist also, egal was ich da einsetze, insbesondere bei minus 5 Viertel, positiv. Und wir wissen, bei einer positiven zweiten Ableitung ist die Funktion streng konvex. X gleich minus 5 Viertel, sonst überall auch, aber uns interessiert jetzt nur der eine Punkt, streng konvex. Also links gekrümmt und damit haben wir ein Minimum, 5 Viertel. Das Ganze sieht dann so aus. Hier ist der Funktionsverlauf. Wir haben hier bei minus 5 Viertel unser Minimum, also hier ungefähr. Die Frage ist, wie sieht das jetzt im beispielsweise zweidimensionalen aus? Und dann natürlich allgemein im mehrdimensionalen. Schauen wir uns noch ein Beispiel an, diesmal ein zweidimensionales. Dieses Mal haben wir eine Funktion, die vom R2 in die reellen Zahlen abbildet. Und unser Funktionsterm hängt jetzt von zwei Variablen ab, die nenne ich x und y. Und sieht folgendermaßen aus. X² plus xy plus y². Schauen wir uns vielleicht zunächst mal den Plot an dieser Funktion. So sieht der Höhenlinienplot aus. Dieser Funktion, man sieht, die Höhenlinien sind hier so Ellipsen, die ein bisschen nach links geneigt sind. Kleine Werte gehen ins Violette, große Werte werden dann immer gelber auf dieser Farbskala. Das heißt, hier links unten und rechts oben werden die Funktionswerte wieder größer. Hier rechts unten, links oben werden sie auch größer, aber deutlich weniger stark. Vermutlich ist das hier so eine Mulde und wir haben hier ein Minimum in dieser Mulde. Die Frage ist, wie rückt man jetzt diesem Extremwert zu Leibe? Und die erste Idee wäre, wir wissen ja schon, wenn wir einen Extremwert vorliegen haben, dann muss auf jeden Fall der Gradient, also sprich beide partiellen Ableitungen müssen gleich 0 sein. Das kann ich natürlich ausprobieren jetzt. Ich könnte hier mal den Gradienten ausrechnen und beide partiellen Ableitungen dann gleich 0 setzen. Es ergibt sich dann für den Gradienten, kürze ich mit dem Nabla-Operator ab, in Abhängigkeit von x und y. Hier oben schreibe ich partielle Ableitung nach x hin, hier unten die nach y. Das hier nach x abgeleitet gibt 2x, das ist die Ableitung vom ersten Term, plus Ableitung von x ist 1, y ist eine Konstante, plus y und die Ableitung von y ist 0, weil das eine Konstante ist bezüglich x. Andersrum, wenn ich das Ganze nach y ableite, fällt der vordere Term hier weg, ist konstant bezüglich y. Hier ergibt sich eine Ableitung von 1, bleibt also x stehen und hinten raus habe ich dann noch 2y. Das ist der Gradient und wenn ich den jetzt gleich 0 setze, also zweimal beide partiellen Ableitungen gleich 0, dann sieht man hier relativ schnell zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten, die hier keine rechte Seite ungleich 0 haben, also ein homogenes lineares Gleichungssystem. Das geht nur, wenn x und
y gleich 0 sind. Ja, x und y gleich 0, das ist der Punkt hier in der Mitte. Und natürlich hatten wir den schon mehr oder weniger im Verdacht, dass hier tatsächlich ein Minimum rauskommt. Ich markiere mir den mal, diesen Punkt. So, das ist der Punkt 0, 0. Und das könnte was sein. Wir wissen ja auch, dass das nicht reicht, nur die partiellen Ableitungen gleich 0 setzen, nur diesen Gradienten gleich 0 setzen. Das war im Eindimensionalen, um da nochmal den Bogen zu schlagen, auch nicht so. Wenn ich hier weiß, dass die erste Ableitung 0 ist, hat das ja noch nicht gereicht. Ich musste ja erstmal das in die zweite Ableitung einsetzen, um die Entscheidung zu treffen, beziehungsweise um dann eindeutig zu sehen, dass es sich hier um ein Minimum handelt. Gut, wenn Sie das jetzt im Zweidimensionalen machen, brauche ich auch die zweiten Ableitungen. In dem Fall sind es ja 4 und die stehen in der sogenannten Hesse-Matrix. Also bestimmen wir mal die Hesse-Matrix zu dieser Funktion. Die ist auch sehr einfach. Ja, das sind die zweiten partiellen Ableitungen. Zur Wiederholung schreibe ich nochmal hin, dass das hier links oben fxx, rechts daneben fxy, dann links unten fyx und rechts unten fyy ist im zweidimensionalen Fall. Und das ist in unserem Fall, wenn ich die Ableitung nach x nochmal nach x ableite, dann bleibt nur 2 übrig. Wenn ich die Ableitung hier oben nach y ableite, dann bleibt 1 übrig. Wenn ich die Ableitung hier, die schon nach y abgeleitet ist, nach x nochmal ableite, bleibt auch 1 übrig. Das muss auch so sein, die müssen gleich sein. Und jetzt kommt hier zufällig auch bei der Ableitung nach y nochmal nach y auch 2 raus. Die müssen natürlich nicht gleich sein, nur die. Satz von Schwarz. Ja, jetzt, wie kriege ich jetzt raus, ob hier die zweiten Ableitungen mir ein Signal geben Richtung Minimum, das ich ja offensichtlich hier habe? Ich könnte jetzt sagen, naja, das Wichtigste ist doch, ich schaue mir mal die Ableitung nach x und nach x an. Warum? Was ist denn das? Das ist im Wesentlichen die Krümmung, die Sie rauskriegen, wenn Sie hier die Funktion durchschneiden und sich diese Schnittkante anschauen. Was sehen Sie dann? Dann sehen Sie im Wesentlichen einen durchhängenden Bauch, also auch wird auch eine Parabel sein. Und die hat auch eine positive Krümmung. Das ist genau diese Krümmung. Die Ableitung am Punkt 0, 0 in Richtung x und nochmal in Richtung x ist hier jeweils 2. Das Gleiche kriegen Sie auch raus, wenn Sie hier in Richtung y-Achse durchschneiden. Dann kommt nämlich auch eine positive zweite Ableitung raus. Das ist genau die hier, fyy. Und dann sehe ich, okay, also hier in x-Richtung durchgeschnitten, in x-Richtung durchgeschnitten mit einem konstanten y, so muss ich schneiden, beziehungsweise in y-Richtung durchgeschnitten mit einem konstanten x, kommt jeweils eine positive zweite Ableitung raus. Und damit muss das ja ein Minimum sein. Stimmt's? Und die anderen zwei, die hier, die kann ich eigentlich vergessen, weil die interessieren mich nicht. Hauptsache, ich habe hier in den beiden Richtungen jeweils positive Krümmungen. Tja, leider ist es nicht so einfach. Ich zeige Ihnen mal ein anderes Beispiel. Wir nehmen eine Funktion, die auch 2 Variablen in die reellen Zahlen abbildet. Und folgenden Funktionsterm hat, der sieht sehr ähnlich aus. Nehmen wir auch wieder so eine super einfache Funktion, das ist in dem Fall x² plus 8xy plus y². Der Gradient von dem Ding ist an dieser Funktion g
ist 2x plus 8y, das ist die Ableitung nach x partiell. Und wenn ich nach y partiell ableite, dann kommt hier raus 8x plus 2y. Damit ist auch wieder, wenn Sie die Nullstelle suchen, dieser ersten Ableitungen, also dass beide gleichzeitig hier 0 sind, das geht auch wieder nur am Nullpunkt. Und damit kann ich mir noch die zweiten Ableitungen anschauen. Also die Hesse-Matrix wäre in dem Fall zwei, acht, acht, zwei. Auch hier habe ich wieder die Ableitung nach x und nach x. Das ist das hier. Und die Ableitung nach y und nach y, das ist das hier. Also hier gxx. Und hier haben wir gyy. Beide positiv. Damit ist es klar, wir haben hier wieder ein Minimum. Ich habe es ja schon angedeutet, das ist hier nicht so. Wir schauen uns mal einen Höhenlinienplot an. Sie sehen hier auch in der Draufsicht, also in dem Höhenlinienplot, hier ist unser Punkt 0, 0, den wir hier ja auch als potenziellen Minimumskandidaten identifiziert haben. Es ist auch so, dass wenn Sie hier in x-Richtung durchschneiden, dann würden Sie hier eine positive Krümmung sehen. Genauso wie wenn Sie hier in y-Richtung durchschneiden, da sehen Sie auch eine positive Krümmung. Das Problem ist, diese Höhenlinien, die sind hier natürlich nicht gerade, also nicht parallel zu den Koordinatenachsen. Sie sehen auch, wenn Sie in die Richtung hier gucken oder sich in die Richtung bewegen, hier geht es rauf und hier geht es auch rauf. Das heißt, wir haben, wenn wir so durchschneiden würden, schräg hätten wir, würden wir hier in einem Minimum sitzen. Andererseits, wenn Sie so durchschneiden, diese Funktion und sich dann die Schnittlinie anschauen, dann sehen Sie, dass Sie hier tiefer sind und hier tiefer sind. Das heißt, hier ist der höchste Punkt aus diesen beiden Richtungen. Man nennt so eine Situation, die Sie hier haben, einen sogenannten Sattelpunkt. Warum? So ein Sattel, der hat ein ähnliches Verhalten. Wenn Sie sich jetzt diesen Punkt anschauen, den hier, da haben wir keine Steigung. Wenn ich jetzt hier nach links und nach rechts gehe, dann sehe ich, bin ich hier am tiefsten Punkt. Wenn Sie sich aber draufsetzen und die Füße hier jeweils auf der einen und auf der anderen Seite hier runter baumeln lassen, dann stellen Sie fest, Sie sitzen sozusagen auf dem höchsten Punkt von Ihren Füßen aus gesehen. Und deswegen nennt man das einen Sattelpunkt. Ein Sattelpunkt ist weder ein Minimum noch ein Maximum. Sie haben gemischte Krümmungen, je nachdem in welche Richtung Sie gucken. Leider genügt es nicht, wenn Sie nur in Richtung der Koordinatenachsen gucken, sondern in dem Fall müsste man hier in Richtung der sogenannten Hauptachsen, also in Richtung der stärksten Krümmungen gucken. Wie kann ich denn jetzt anhand der Einträge in der Hesse-Matrix, also in den zweiten partiellen Ableitungen, entscheiden, ob ich ein Maximum oder ein Minimum vorliegen habe? Und die Antwort heißt erstmal gar nicht. Wir müssen uns erst klar machen, wie wir dafür sorgen, dass wir hier in die richtigen Richtungen gucken, um uns die Krümmung anzuschauen, also in die Richtung der stärksten Krümmungen, in Richtung dieser beiden sogenannten Hauptachsen. Und da gibt es einen Trick bzw. einen Zusammenhang. Die Hauptkrümmungen, die hier in dieser Hesse-Matrix versteckt sind, die stecken nämlich in den Eigenwerten dieser Hesse-Matrix. Und dazu gibt es einen wichtigen Satz. Gegeben ist eine Funktion, die von n Variablen abhängt. Ich formuliere es jetzt erstmal sehr allgemein. In die reellen Zahlen abbildet und jeweils zweimal stetig partiell differenzierbar ist. Also ich muss zweimal ableiten können, nach beiden Koordinatenachsen im zweidimensionalen bzw. nach n Koordinaten hier
Und diese Ableitungen, die zweiten partiellen Ableitungen, die müssen dann jeweils stetig sein. So, habe ich jetzt eine Nullstelle für den Gradienten? Also ist der Gradient an der Stelle und die Variablen, die nenne ich jetzt 1, x2 bis xn. Wenn ich nur zwei Variablen habe, dann ist es praktisch, x und y zu nehmen. Wenn ich aber n habe, dann gehen mir die Buchstaben insbesondere hinten im Alphabet ziemlich schnell aus. XYZ würde noch gehen, ab 4 ist dann Schluss. Deswegen nummeriere ich die hier jetzt durch, diese Variablen. Ich weiß, die sind jeweils 0. Ja, damit meine ich den 0-Vektor. Der hat natürlich auch n Einträge. Sagen wir mal, es ist ein Spaltenvektor. Nehme ich den Zeilenvektor und transponiere den. Und alle Eigenwerte der Hesse-Matrix AF an diesem Punkt x1, x2 bis xn sind. Ja, und jetzt kommt die Fallunterscheidung. Wenn die nämlich positiv sind alle, positiv, also größer 0, dann folgt daraus, dass dieser Punkt x1, x2 bis xn ein Minimum ist. Na, dann sind diese Hauptkrümmungsachsen jeweils alle konvex. Man kann auch sagen, die Funktion ist an dem Punkt konvex, sogar streng konvex. Zweitens, wenn sie alle negativ sind, haben sie einen konkaven Verlauf an der Stelle, dann ist der Punkt ein Maximum. Und dann gibt es noch den dritten Fall, wenn sie nicht 0 sind, nicht 0 und haben unterschiedliche Vorzeichen, damit meine ich, sie können alle negativ sein, aber mindestens einer muss dann positiv sein oder andersrum. Aber es kann auch bunt gemischt sein. Was nicht passieren darf, ist eben, dass sie alle positiv oder alle negativ sind. Haben unterschiedliche Vorzeichen. Dann ist dieser Punkt ein Sattelpunkt. Dann haben sie diese unterschiedlichen Hauptkrümmungsrichtungen. Man nennt dann diese Hesse-Matrix auch positiv definit. An der Stelle. Und beim Maximum nennt man das dann negativ definit. Und in dem Fall mit den unterschiedlichen Vorzeichen ohne 0, wichtig, 0 darf nicht dabei sein, nennt man das dann indefinit. Den Fall, in dem mindestens einer von diesen Eigenwerten 0 ist, habe ich jetzt unterschlagen. Das ist der komplizierteste, da habe ich keine so eine eindeutige Aussage. Da kann alles passieren. Wenn Sie Eigenwerte haben, die 0 sind, könnte es sein, dass Sie ein Maximum haben, dass Sie ein Minimum haben oder einen Sattelpunkt. Da muss man sich dann den Verlauf der Funktion mit anderen Methoden angucken. Deswegen schreiben wir jetzt hier vielleicht nur dazu 4, so ein bisschen schwächer, in Klammern auch mindestens ein Eigenwert ist 0. Ja, dann haben wir erstmal für uns ist dann keine Aussage möglich. Damit haben wir ja jetzt unsere Extremwerte schon fast am Wickel. Ich habe schon fast ein Rezept. Ich müsste jetzt nur, um Extremwerte zu bestimmen, so einer mehrdimensionalen Funktion, im ersten Schritt den Gradienten gleich 0 setzen und alle Punkte ausrechnen, alle Kombinationen dieser Variablen, die hier jeweils zu lauter Nullen führen. Und die dann in die Hesse-Matrix einsetzen, der Reihe nach, und dann gucken, wie sind denn die Vorzeichen von den Eigenwerten. Das heißt, ich muss bei jedem möglichen Kandidaten für so einen Extremwert Eigenwerte bestimmen, also das charakteristische Polynom lösen. Das ist noch ein bisschen umständlich.